Verehrte Zuschauer, unser Thema jetzt ist Finanzierung, aber in einem ganz speziellen Segment. Und ich habe jetzt Gerd Lüttchen hier. Er ist von der Aktiengesellschaft Umsetzung und Beratung. Aber was setzen Sie um und was beraten Sie? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Die AOB, Umsetzung und Beratung, setzt nur ein einziges Produkt um. Ausschließlich öffentliche Gelder, vor allen Dingen Zuschüsse für gewerbliche Unternehmen. Das heißt, wir haben auch nur dieses eine einzige Produkt, aber das Produkt bringt natürlich auch besonders viel Spaß, weil Zuschüsse, geschenktes Geld, das hat natürlich einen besonderen Reiz in der Wirtschaft. Wie ist grundsätzlich mal die Situation in Deutschland, was solche Fördermittel angeht? Ich weiß nicht, auch den internationalen Vergleich, wie würden Sie das einschätzen? International, muss ich sagen, gibt es natürlich in anderen Ländern teilweise mehr Fördergelder, wenn ich es EU-weit vergleiche, gerade bei größeren Investitionen. Deutschland hat besondere Vorteile bei der Forschung und Innovationsförderung. Da sind wir ungewöhnlich gut. Hintergrund dabei ist einfach, dass da eigene deutsche Gelder zusammen mit EU-Geldern zusammenfließen und dann ein höherer Beitrag ausgezahlt wird. Dann ist Deutschland auch noch relativ gut in Arbeitsplatzförderung in diesen Segmenten. Früher war Deutschland sehr gut, oder Ostdeutschland ist immer noch sehr gut in dem Bereich der Investitionsförderung, aber da laufen uns jetzt die Länder im tieferen Osten, Rumänien, Bulgarien, den Rang ab, weil die kriegen einfach höhere Zuschüsse von der EU anteilig und damit kann man dort teilweise mit 50% oder auch 75% fördern. In Deutschland liegen wir zwischenzeitlich so eher so bei 35%, wenn man einen geschickten Antrag stellt. Und wie muss man sich die Fördermittellandschaft in Deutschland vorstellen, von den Förderarten, von den Fördertöpfen, vielleicht auch von der regionalen Verteilung? Vielleicht ein kleiner Überblick von Ihnen. Es teilt sich in mehrere Segmente auf. Das eine Segment sind die üblichen Kredite, an die die meisten zuerst denken. Das ist aber mit das unattraktivste. Das zweite ist dann Bürgschaftsprogramme und auch Beteiligungsprogramme. Beteiligungsprogramme sind wiederum sehr interessant, stark unterschätzt, viel zu wenig beantragt in der Wirtschaft, weil dafür gibt es keine Lobby. Für die Kredite gibt es ja die Lobby, die ganzen Sparkassen und Banken. Aber für diese anderen Förderprogramme gibt es in dem Sinne keine richtig gute Lobby. Und ich finde sogar noch immer für den Mittelstand am allerattraktivsten die Zuschüsse. Weil bis 250 Mitarbeiter werden wirklich massiv hohe Zuschüsse ausgeschüttet. Teilweise 80-88% des Realprojektes. Das heißt, man bezahlt bloß noch 12% selber. Das sind natürlich tolle Projekte. Die sind aber auch nicht so groß. Da ist es dann so eine Grenze, so 140.000 Euro reiner Zuschuss oder so, Projektgrößen. Dann meistens so bei 200.000 Euro oder Ähnlichem. Aber die sind natürlich prozentual sehr attraktiv, weil ich kriege eben sehr, sehr hohen Anteil meiner Personalkosten gefördert. Ist das denn Ihrer Einschätzung nach bekannt und verbreitet im Mittelstand? Das ist ja fast schon eine rhetorische Frage, weil Sie sind ja gut im Geschäft als Berater, ja, der, sagen wir mal, den Überblick dann oder der durch diesen Dschungel auch führt. Aber ernsthaft gefragt, ist das bekannt im Mittelstand und auch bei Startups, dass es solche Mittel gibt? Das ist sehr allgemein, ist das bekannt, aber es ist nicht bekannt in den notwendigen Details. Das heißt, so alle wissen, ja, es gibt Fördergelder, alle sagen, ja, die sind fürchterlich kompliziert. Das ist aber nicht wahr. Wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt und ernsthaft liest und sagt, hey, das ist geschenktes Geld, ich gebe mir da mal Mühe und knie mich da einen Tag rein. Schön, wenn er dann einen Berater beauftragt, ich freue mich auch darüber. Aber es ist wirklich nicht zwingend notwendig. Das Geld ist relativ einfach zu erhalten. Man muss einfach, wie mit einem Kunden, auch mit einer Behörde nett sprechen. Das fällt manch einem emotional viel, viel schwerer. Wenn einem das schwerfällt, dann ist vielleicht ein Berater gut. Aber ansonsten ist es eine unglaublich leichte Art, recht viel Geld zu verdienen. Und wer das professionell macht, der wird auch sehr gut daran verdienen, egal ob nur als Berater oder als Unternehmer selber. Ich empfehle auf jeden Fall sich die intensive Beschäftigung damit. Und bei dem Programm muss man einfach nur aufpassen. Man muss relativ schnell, wir haben zum Beispiel über 700 Programme im Moment allein im Zuschussbereich. Da habe ich jetzt die Kredite, die Bürgschaften und die Landesprogramme gar nicht mit dazu gezählt. Das ist natürlich viel zu viel und das überfordert die meisten Menschen im ersten Moment. Aber wenn man das mal sauber filtert und sagt, hey, ich habe dieses und das Programm, ich will mindestens 50% Quote haben, dann kommt man relativ schnell. Es gibt auch im Internet eine Menge Checks, die gratis sind. Bitte auch, so sehr ich meine Beraterkollegen liebe, nicht Festhonorare zahlen, einfach den Berater auf Erfolgsbasis bezahlen, dann hat man im Grunde kein echtes Risiko dabei. Und die guten Berater können damit überleben, die schlechten eben nicht. Das machen Sie so? Wir machen das so. So, jetzt sind wir in einem föderalen System und da könnte ich mir vorstellen, da gibt es eben große Unterschiede. So von Ihrer Einschätzung her, welche Länder sind besonders weit vorne mit guten Programmen? Also im Ranking ganz vorne sind die Länder in den ganzen neuen Bundesländer plus Berlin.
Ich empfehle aber jetzt nicht, das Land mit dem höchsten Fördersatz, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, zu nehmen, weil die sind unglaublich kompliziert, die Jungs. Dann würde ich lieber Sachsen, Berlin und Brandenburg nehmen. Das sind Länder, die sind sowohl schnell als auch richtig viel Geld. Man darf nie vergessen, die Förderung ist nur ein Teil eines Unternehmens. Das heißt, ich muss auch ein gutes Marketing dazu machen. Und ich kann natürlich aus Berlin heraus wesentlich besser ein Produkt vermarkten als aus einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Wobei Sachsen-Anhalt auch sehr gute Programme hat. Jetzt haben Sie schon ein paar Tipps genannt. Gibt es denn noch ein paar Tipps, die Sie Fördersuchenden mit auf den Weg geben würden? Ja, nicht zu viel Respekt vor den Programmen zu haben, entweder mit dem Berater oder mit den Programmmachern auch direkt zu sprechen, ganz offen, sehr ehrlich mit denen zu sprechen, weil das haben die teilweise selten, die werden oft belogen, die freuen sich dann richtig, wenn jemand mal nett zu ihnen ist und auch ehrlich, und dann sind die auch viel eher bereit, die entscheidenden Tipps zu geben. Es gibt natürlich jede Menge Tricks. Und klar, da ist ein Berater auch tatsächlich sinnvoll, wenn es um wirklich viel Geld geht oder so, dass man da eben keinen Fehler macht, weil hat immer nur einen Schuss. Aber die sind wirklich nett. Diese Bearbeiter, Sie müssen sich den Job mal vorstellen. Sie stehen da, haben nur ein Programm zu verwalten. Das ist eigentlich auch ein trauriger Job. Wenn dann mal ein netter Unternehmer kommt und sagt, also es geht nicht um Bestechung, es geht einfach darum, ich sage offen mein Problem, bitte den Menschen mir zu helfen. Die meisten sind sehr nett und wollen dann auch helfen. Und dann kriegt man auch dieses Geld. Man muss ein bisschen Geduld, man muss Freundlichkeit haben. Wie mit jedem Kunden muss man einfach mit den Leuten umspringen. Ich würde gerade sagen, das ist überhaupt eine gute Regel im Leben und im Geschäftsleben, sowieso nett und offen zu sein. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank.